Meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung, ist die beste Pizza aus Berlins Malafamena in Schöneberg. Die machen richtig geile napoleonische Pizzen. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen die beste Pizza Deutschlands heute bei Malafamena. Wir fahren direkt hin. Ich muss viele Worte noch dazu verlieren, weil da einiges mir auf dem Herzen liegt. Denkt an meinen Kommentar in die Kommentare. Holt euch den Gutschein. Heute wird's episch, diese Pizza. Ich habe sie schon gegessen und da sage ich gleich was zu. Ist einfach himmlisch. Eine Sache noch, wo ich vorhin meinte, ich möchte noch drüber reden, die mir auf dem Herzen liegt. Warum ich den Titel nicht den Jungs gewidmet habe, die mir zuerst den Laden gezeigt haben. Der Grund ist einfach, wir sind im Streit. So, ich bin sehr sauer auf die Jungs. Sehr, sehr sauer. Deshalb sehe ich es nicht an, den Titel da reinzuhauen. Wir haben uns aber geeinigt, das Ganze totzuschweigen, nichts dazu zu sagen, und da halte ich mich dran, da habe ich den Jungs mein Wort gegeben, aber kein 31er Move, das Ganze hat seinen Grund gehabt und jetzt geht's weiter im Video. Willkommen zurück auf Holles kulinarische Reise, heute in Berlin. Unter YouTubern eine der gehyptesten Pizzerien Deutschlands, Malafamena. Doch ist der Hype um diese neapolitanische Pizza gerechtfertigt? Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. So, also wir sind am Start jetzt hier, Malafamena, sehr schöner Laden. Ihr werdet gleich sehen von den Food-Aufnahmen schon, das ist ganz hohe Klasse, ganz hohe Kunst. Das, was ich gegessen habe, weiß ich, ist ganz oben. Ist allerdings jetzt lange her und ich weiß nicht, wie hoch in meinem Ranking, aber ihr werdet es jetzt am Ende des Videos erfahren. Buongiorno, hallo. Alles okay? Ja, danke, bei dir auch? Fantastisch, wie immer. Ja, das freut mich. Weißt du, was ich nicht verstehe? Pizzabäcker, Burgerbräter, Leute, die in solchen Läden arbeiten, oft, die sind so gut drauf. Wie kommt das? Auch du bist so gut drauf. Gerade Pizzabäcker. Ja, der Backmeister, das heute ist nicht hier, aber am Wochenende, er ist die größte Bäcker, das wir so hier sehen, vielleicht. Ach, ihr habt einen Weltmeister hier, der backt. Ja. Aber der ist heute nicht da. Nee, er ist heute nicht da, aber der Backmeister ist sehr gut. Okay, aber heute die Pizza ist genauso gut, wie wenn Pizzameister kommt, weil ihr habt ja alles vorbereitet, ne? Natürlich. Okay, dann guck mal in die Karte, was wir nehmen und dann bestelle ich direkt Pizza. Hier haben wir den Teig schon mal am Start. Leute, ich bin ja auch jetzt Pizzabäcker, ich versuche mich gerade richtig vorzubilden in Pizza. Und alleine die Optik von der Pizza, diesen glänzenden Teig, den ihr braucht dafür, den kriege ich nie hin. Die kriege ich echt nicht hin, aber so sieht es bei den Spitzenpizzabäckern, die so einen Teig aus, richtig glänzend. Also die Kunst ist jetzt darin, erstmal die richtige Pizza zu wählen. Ich kann nicht 10 Pizzen bestellen. Ich war schon mal hier, ich habe so eine Margarita-artige Pizza bestellt. Es war eine Mischung zwischen, hört sich blöd an, Suppe und Pizza. Also Suppe auf Pizza. Du kannst keinen Vergleich finden. Ich werde es euch beschreiben, aber diese Pizza musst du gestern haben. Nichts in meinem Leben bisher hatte irgendeine Ähnlichkeit mit dieser Pizza. Es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Ihr werdet es gleich auch sehen. Ich versuche die gleiche nochmal zu bestellen. Ich stelle aber auch noch was anderes, aber es ist jetzt ganz schön, weil es hier ganz viele Varianten gibt. Alleine bei Margherita habt ihr hier eine riesen Auswahl. Ich werde gleich bestellen. Wir gehen gleich in den Foodporn rein. Ich gehe nochmal zur Pizza-Vorbereitung, dann werdet ihr sehen, was ich nehme. Aber es ist gerade ganz schwer zu entscheiden. Was würdest du mir empfehlen? Weil ich bin ein bisschen überfordert bei eurem Sort, weil ihr so viele, ihr habt so viele Margherita-Pizzen. Also ich versuche es mal so zu sagen. Die Pizza, die ich hier mal gegessen habe, oder für euch mal gesehen, man muss die Pizza hier gegessen haben. Ich bin gut im Beschreiben, das wisst ihr. Aber die Pizza hier ist komplett anders. Hat nichts mit Pizzen zu tun, die man normalerweise kennt. Und ich habe eine gegessen, das war wie Suppe auf Pizza. Hört sich blöd an, aber so viel Tomatensauce drauf, die Kunde zu schlürfen. Welche ist das? So ist schon da damit passiert, wenn man so mit Büffelmozzarella. Das war die, ne? Tomatensuppe, ja. Basilikum, Olivenöl. Ich nehme einfach die Pizza. Es muss bei dir bleiben. Und ja, genau. Perfekt. Wir nehmen die Marinara doch nochmal dazu. Auch die Marinara. Ah, keine Marinara. Ja. Die sind eure Pizza. So, erstmal nehmen wir mit unserer schönen Spachtel. Man sieht schon mal den Unterschied, die, anders als bei vielen anderen Pizzen, machen sehr viel Tomatensauce halt drauf, ne?
Netzwerk. Dieser Teig, Luftwolke außen, komplette Luftwolke. Also neapolitanische Pizza. Merkmal, ja, sie darf nicht stehen. Ne? Das haben wir auch in anderen Pizza-Videos von mir gehört. Nicht stehen, sie muss fallen, sie muss abknicken in der Mitte. Also muss sie quasi falten. Ganz kurz unterbrechen für ZackPlus. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass ich einen Rabattcode jetzt habe. Holle10 könnt ihr nutzen, 10% Rabatt, natürlich auch für den direkten Support an mich. Also wenn ihr Bock habt auf geile Supplements, ZackPlus.com, die besten Supplements made in Germany. Und weiter geht's. Dankeschön. Danke. Das, wie ich es in Erinnerung habe, ist eine Riesenmenge Tomatensauce drauf. Das kannst du runterschlürfen. Das ist ein ganz anderes Feeling, eine andere Vorgehensweise. Bei anderen Pizzerien, da ist ja halt immer sehr dünn. Und hier läuft es richtig runter. Schön. Das ist kurz vorm Anbrennen. Das ist ein Traum. Also, viele lassen sich irritieren von der Färbung. Es ist natürlich sehr dunkel, aber es muss so. Es muss genau so. Es muss diese dunklen Stellen haben. Und dann ist die Pizza perfekt. Ihr habt einen knusprig, fluffigen Rand zugleich. Wolkenähnlich. Man muss ja einfach mal so gucken hier. Das ist ein Kissen, ne? Das ist ein Kissen. Das ist einfach ein Kissen. Ich habe noch keinen Büffelmozzarella jetzt probiert hier. Den habe ich hier jetzt noch. Ich glaube, ich esse das auch komplett falsch, aber scheißegal. Das kann man nicht falsch essen. Einfach rein. Jetzt kommt die zweite Pizza. Schön mit Oregano. Knoblauch drauf. So, ich habe jetzt nochmal den Chef von Mala Famina da. Hallo. Also eins dazu, du hast eine heftige Pizza, ne? Das kann ich dir nur sagen, das ist definitiv, nachher gebe ich noch meine Bewertung, eine der besten Pizzen meines Lebens. Zu Tomatensauce, weil ihr seid die Einzigen, die ich kenne, die so richtig dick Tomatensauce ja wie Suppe fasst, ne, wenn man die isst. Weil es ist ja irgendwie euer Alleinstellungsmerkmal, habe ich nirgendwo gesehen, so viel Tomatensauce. Da ist nicht so, ist viel Tomatensauce aber hier. Aber gut. Ja, ist nur, eigentlich ist gut. Und ist nur eine Minute im Ofen, so ist nicht trocken. Ja. Bleibt alle da. Ist nur ein großer Löffel. Ist nicht mehr auf einer Pizza. Zu der Bewertung von Mala Famina. Ich versuch's euch so zu sagen. Wenn ich vor meiner Haustür zwei Pizzerien habe, einmal Mala Famina Style, große Menge Tomatensauce, die absolut heftig ist, eine absolut geile Kreation an Pizza, und der klassischen mit dezent Tomatensauce, da würde ich, glaube ich, 7-mal zu der klassischen gehen und ich würde 3-mal zu der von Mala Famina gehen. Da hat für mich die klassische einen ganz kleinen Vorsprung. Was bei mir, bei meinen anderen Pizzen, und ich habe ja echt wirklich sehr heftige getestet, vom viertbesten Pizzabäcker der Welt zum Beispiel, dass der Teig einfach nochmal einen kleinen Tick vorne, bis noch ein bisschen softer. Bei anderen Pizzeria noch ein bisschen mehr den wilden Charakter. Da habe ich eine bei gehabt. Da war einfach die Gesamtkreation so extrem krass, wo alles so stimmig, harmonisch ineinander war, wo ich sage, da ist noch ein kleines Stück drauf. Und das ist wirklich nur ein Blatt Papier, das zwischen die beiden Rankings passt. Bei mir ist Mala Famina mit 8,8 Punkten auf Platz 3. Absolut kranke Pizza, wo es mir schwerfällt, Worte für zu finden. So, also Platz 3. Danke für eure Kommentare. Haut mir weitere Kommentare rein. Es geht nochmal nach Berlin. Ich werde noch eine Pizzatour in Berlin machen. Und ja, haut mir ein Abo rein. Glocke an. Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen für den direkten Support. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Pfff.